Wow, one done, bam, one done. Was geht von den Ausmeld? Wir switchen rüber und let's rock. Marvin! Ja? Marvin! Ja, ich hab eine SMS bekommen. Ich hab eine anonyme SMS bekommen. Ah, was ist mit dir los? Kann man SMS anonym kriegen? Dass irgendein Paket vor der Tür sein soll. Bro, was störst du mich hier, Alter? Junge. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Ich bin gerade am Chillen. Ist das hier Whisky oder Bro, was? Bro, was willst du von mir? Junge, ich bin aufgewacht. Weißt du, wie viel Uhr wir hatten? Was denn? Rat mal. Dreimal hast du geraten. 3 Uhr? Ja, Mann. Ja, ich wollte jetzt gleich schlafen gehen. Und ich habe eine anonyme SMS bekommen, dass ein Paket vor der Tür ist. Leute, es soll irgendwas vor der Tür sein. Es ist 3 Uhr nachts. Das reicht, um aufgebracht zu sein. Das ist kein Spaß, Digga. Was redest du da? Was für ein... Ich muss da wohnen, wo die wohnen. Da passieren so viele seltsame Dinge. SMS um 3 Uhr nachts. Was haben wir jemals bestellt? Ich habe nichts mehr bestellt in letzter Zeit. Gab's irgendwas, was wir bestellt haben? Du hast jetzt um 3 Uhr nachts eine SMS bekommen, dass irgendein Paket angekommen ist. Vor der Tür, lass doch. Wer bestellt denn Walkie-Talkies in Dings? In. Na, Darknet. Das ist doch bescheuert! Leg doch mal, welcher Paketbote liefert um 3 Uhr nachts? Das gibt's ja nicht. Ja, gibt's bestimmt einige. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal bei Mitternacht per Prime oder. Oder kurz nach Mitternacht, manchmal. Kommt es auch so vor, dass mir einfällt, doch, das könnte ich mir mal kurz kaufen, das brauche ich noch, das wollte ich vor 3 Tagen schon, hab's vergessen. Und dann am nächsten Tag, kurz vor 12, ist das schon da mit Amazon Prime. Ich denke mir, nee, nicht am nächsten Tag, am selben Tag noch. Also nicht immer 24 Stunden später. Ich denke mir, what the fuck, was ist denn da los? Problem ist, das ist anonym, komisch vor, und es ist 3 Uhr nachts, deswegen ist hier irgendwas im Busch. Und ich frage nicht, was ist es? Ja, ich verstehe da, von was das ist. Was haben wir bestellt? Steht da nicht, was das Nein, ist für ein Paket? Kein Absender, nichts. Nur anonym. Ich wusste nicht, ob das war anonym. Ja klar, aus dem Deep Web steht da, was für ein Paket ist. Ja, logisch. Die Anonymität ist da nicht mehr gegeben. Bro, was? So komisch, Mann. Machen wir mal einen stabilen Tee jetzt, komm. Was redest du? Stabilen Tee? Guck mal lieber nach, wo das Paket ist. Wir können ja doch vor der Tür gucken. Sollen wir das machen jetzt? Ich kenne das aber. Wenn ich so Massenbestellungen mache, wie zum Beispiel Weihnachten, dann weiß ich auch, wenn 3 Tage später nicht mehr, was ich bestellt habe, da kommt ein Paket nicht zu. Was habe ich eigentlich gerade nochmal bestellt? Ich um 3 Uhr nachts rausgehen. Ey Leute, was sollen wir tun? Bro, einer muss runtergehen von Meine uns. Meine Facecam ruckelt schon wieder. Ich weiß nicht, warum. Das ist deine Essen. Ich kann da nichts machen. Bro, was mir gerade einfällt. Was? Weißt noch, als wir aus dem Darknet... Was haben wir da? Die VR-Brille bestellt? Seit ich Chrome wieder benutze, ruckelt die Facecam. Ja, da war irgendwas im Warenkorb. Und zwar, ich glaube, das waren Walkie-Talkies oder so. Ja, ich habe 2 so Sachen bestellt, meinst du? Ach du. Aber wie lange ist das Video her? Boah, locker 3 Monate. Leute, hier ist das Video nochmal eingeblendet. Daumen hoch, wenn ihr das gesehen habt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt erst das Video und dann kommt wieder. Genau, und guckt euch das Video an mit dem Wissen, dass noch was im Warenkorb war. Und zwar einfach das, was jetzt vor euch liegt. Was auch immer das ist, wir müssen nachgucken. Ich glaube, das waren Walkie-Talkies. Aber ich bin mir nicht sicher. Boah, aber wie lange ist das her? Das ist lange her, 3 Monate. Ich habe gar kein Gefühl mehr zu dieser Bestellung. Und du meinst, da war auf jeden Fall was im Warenkorb, ne? Du hast es bestellt und reingelegt. Da weiß ich nichts von. Genau, das ist mir neu. Bro, das ist ein halbes Jahr gefühlt her. Dann hat Marvin einfach noch was im Warenkorb gelegt. Great. Yo. Was war das? Ist die Box von dir? Nein, Mann. Ich bin doch eben durch den... Sie spawnt einfach in der Wohnung. Ich bin doch gerade eben durch den Flur. Bro, ich bin gerade eben durch den Flur gegangen und da war keine Box. Bist du sicher? War das auf Kamera? Boah. Ja, ich hab mich selber abgefilmt. Du hast dich abgefilmt? Ich hab mich abgefilmt. Ist die hier gespawnt? What the fuck? Das hab ich doch gerade gesagt. Was hier Loot? Spawn Real Life, das ist geil. Spawn Loot Vibes. Ey, das wäre auch wirklich geil. Du bestellst so bei Amazon und dann 5 Sekunden später spawnt es bei dir einfach im Flur. Das wäre so übel nice Technik. So eine Box. Ich glaube, das gleich mit patentieren und erfindest danach. Ey, das ist crazy, Mann. Das ist krass. Oh, warte mal. Was denn? Warum steht hier irgend so eine Box? Ey, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich kann es nachstellen. Ich kam von hier. Warte. Ich kann es nachstellen. Aufgebracht. Ich dachte, er hat sie gefilmt. Das ein Paket an der Hüfte der Tür ist. Und hier war nichts. Ich bin hier einfach durchgerannt. Ich wäre ja sonst dagegen gerannt. Ich habe nicht mal auf Boden geguckt. Oh, hier war jemand drin. Alter, jemand hat diese Box hier abgelegt. Das ist doch krank. Leute, was ist das für eine Box überhaupt? Das ist doch schon eine Kühlbox oder so. Hey Leute, was ist das? Leute, ist das eine Kühlbox? Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ist das für eine Box? Walkie-Talkie ist eine Kühlbox oder was? Was ist da los? Wie ein Radio, Alter. Was ist das? Ob man so Bier hier sich kühlen kann oder so. Ne? Hey, Radio! Ja, sieht so aus, ne? Hier so. Also würde ich jetzt mal denken, ne? Und? Okay. Schwer? Ja, mittelmäßig. Kühlbox mit Steckdose kenne ich gar nicht. Ich kenne so Kühlboxen, da legst du dann entweder Kühlakkus rein oder Trockeneis. Ich hab ein bisschen Angst. Bisschen. Willst du die auf?
Wobei, mit Trockeneis kannst du keine Dosen kühlen, das ist scheiße. Habe ich mal probiert, das macht übelst komische Geräusche. Ich dachte, die Dose explodiert gleich. Außerdem fressen sich die Dosen durch das Eis durch. Ist das? Also ich weiß nicht warum, da bin ich jetzt kein Chemiker oder so, aber vielleicht weiß ja einer von euch. Also ich habe wirklich so eine Cola-Dose in Trockeneis gelegt. Ich habe so eine Box mit Trockeneis, weil ich mir ihr Blombier-Eis bestellt habe. Sorten, die es bei uns nicht gibt, habe ich so einen Online-Shop gefunden, wo du dir Eis bestellen kannst. Habe ich gemacht, die haben das in so einer Box mit Trockeneis geliefert. War echt nice, das war auch richtig schön kühl. Also richtig nice, kam normal mit der Post. Werde ich auch mal wieder machen. Und dann habe ich gedacht, cool, da kannst du eigentlich die Dosen drin kühlen. Weil der Kühlschrank ist gerade voll. Dann tue ich so meine Cola-Dosen rein. Ja, auf einmal macht das komische Geräusche und frisst sich durch das Eis durch. Ist schnell wieder rausgenommen. So. Das ist so gut. Das ist so, glaube ich, so. Das kannst du gar nicht schätzen. Das war richtig krass. Mann. Aber du hast gesagt, du hast was bestellt? Walkie-Talkies, glaube ich. Walkie-Talkies? Ja, keine Kühlbox, Mann. Walkie-Talkies sind Kühlbox, man kennt es. Dann ist das was anderes. Die Walkie-Talkie-Box. Aus dem Darknet bestellt, was erwartest du? Oder so eine. Mach auf, Mann. Früher die Kinder-Walkie-Talkies. Da hattest du so ein fettes Ding. Hatten wir früher. So ein fettes. Einer hatte so ein kleines Ding bloß. Und einer hatte das fette. Das musstest du an Strom anschließen. Daumen hoch. Du konntest dich nicht bewegen. Was passiert? Daumen hoch. Und da war so ein Kabel dran mit Walkie-Talkie. Okay. 3. 2. 2. 90er. Ja, fail! Wie ist zu? Okay. Die ist verschlossen, Leute. What the hell? Oh mein Gott, wie kriegen wir die auf jetzt? Keine Ahnung. Oder ich glaube, wir brauchen einen Schlüssel oder so. Oh Mann, oder aufbrechen. Kühlbox mit Schlüssel ist aber auch mal geil. Haben wir ein Brecheisen? Wir hatten noch von der Granny, haben wir das Brecheisen noch? Ah, ja, ich hab auch immer random einen Kuhfuß rumliegen. Doch, ich hab glaube wirklich einen Kuhfuß im Keller. Weißt du noch? Ja, ich weiß. Leute, kennt ihr doch die Granny voll. Oder nee, warte, den hatte ich hier oben. Ah, scheiße. Ist aber nur so ein kleines Ding gewesen. Leute. Wir hatten ein Brecheisen. Wir müssen das Brecheisen besorgen. Ja, Mann, wir müssen das besorgen. Ich würde sagen, wir gucken, ob wir das finden. Wieder. Ansonsten improvisieren wir. Bis gleich. Okay, Bro. Leute. Man kann auch übertreiben. Granny, wir danken dir. Wenn ihr das Granny-Video nicht gesehen habt, checkt das ab. War echt legendär. Hier nochmal eingeblendet, Leute. Und sehr gruselig. Okay. Die sind nicht gruselig. Die sind einfach nur trash-witzig. Er kann nicht mal mit einem Brecheis eine Kühlbox öffnen. Yo. Als ob. Sauf. Wow. Er hat nicht mal unten gebrochen, wo man brechen muss, also an den Rändern. Ich komme nochmal zurück. Guck. Er hat hier gebrochen. Hier, also gehebelt. Er wollte es ja aufbrechen. Ach Mann, ich mach's jetzt so. Hier. Das ist doch bescheuert. So bricht man doch nicht mit dem Brecheisen Sachen auf. Er bricht ja dort oben. Man hebelt doch da unten, wo man es auf... Yo. Auf jeden Fall sehr gut verschlossen. Sauf. Wow. Und wo ist jetzt der Verschlussmechanismus? Das ist ein Walkie-Talkie. Ein Walkie-Talkie? Das hast du ja bestellt, ne? In der Kühlbox? Warum? Mit Reis? Ich hab zwei bestellt. Warum ist hier Reis? Der ist ja unvollständig. Hier ist Reis drin. Ist das Reis? Oder? Ah. Hey Leute, sollen wir uns Reis und Pute machen? Bodybuilding-Mehl? Bro, was redest du denn? Ja, wenn schon kostenlos aus dem Darknet Reis mitkommt, würde ich mir natürlich auch gleich was kochen. Verdammtes Walkie-Talkie aus dem Darknet, Junge. Ey, das ist crazy, Mann. Ey, nimm mal das Walkie-Talkie. Vorsicht. Jetzt könnt ihr explodieren. Jo. Geht das? Wie geht das an? Drück mal auf irgendwie auf an, wenn das geht. Die ist noch, ne? Warst du das? Bro, willst du das schrecken oder was? Hatte ja. Er hatte wirklich im wahrsten Sinne des Wortes recht. Das ist ein Prank. Hallo? Ist da jemand? Benutzt man das so? Eigentlich schon. Das geht auf jeden Fall, ne? Ja. Wenn man nicht weiß, wie man Walkie-Talkies benutzt. Das wäre jetzt richtig creepy. Gibt es hier verschiedene Channels? Ich glaube, hier gibt es verschiedene Channels. Leute, die sind auf Channel 1. Okay. Warte, man kann doch hier scannen. Oh, jetzt scannt er. Die Umgebung oder was? Wenn der ein Geräusch hört, dann... Ich glaube, so funktionieren Walkie-Talkies. Also, ich kenne die nur als Kind noch. Ja, damals, Leute, wer noch? Kennt die noch? Ey, das ist ja eigentlich 90er-Kids. Wer ist 90er-Kid? Ja, Mann. Wir hatten in den 90er nicht solche Walkie-Talkies. Ich weiß gar nicht, ob man die heute noch benutzt, ne? Ich hatte die anderen hier, wo du, wie gesagt, so einen fetten Kasten hast und einen so ein Ding. Da konntest du auch keine Channel wechseln, nicht?
Da hast du einen Channel und das war's. Boah, aber es ist aus dem Darknet einfach. Ja, Mann. So bei einer Wanderung könnte schon praktisch sein, glaube ich, wenn man keine Empfang hat. Ja, wenn man kein Handy empfangen hat, hat man dann einen Walkie-Talkie empfangen? Weiß nicht, Alter. Ich glaube schon. Deswegen werden die ja auch benutzt, weil du da, wo du kein Handy empfangen hast, hast du dann mit Walkie-Talkie wenigstens besseren Funk. Ja gut, es gibt auch Funklöcher bei Walkie-Talkies, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm wie bei einem Handy in manchen Gegenden. Und irgendwie. Das Problem ist, wo ist das zweite Walkie-Talkie? Roger. Weiß nicht, Digga. Ist nur eins gewesen. Macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Macht gar keinen Sinn. Ja, oder wirklich nicht. Soll man jemanden empfangen? Wer weiß. Wir lassen einfach mal laufen. Falls Leute, genau. Falls das kommt, sagen wir Bescheid. Wenn ihr irgendeinen Ton ertönt, wir drücken direkt wieder auf Start und sehen uns dann gleich, Leute. Bro, ich hab was empfangen. Ja? Ja. Sagt da jemand was? Hallo? Was geht denn da ab, Alter? Hast du verstanden? Hört sich an wie ein verkrüppelter Schlumpf. Hallo? Hilfe? Ja. Meint da jemand Hilfe? Wer ist da? Wen sollen wir helfen? Wer braucht denn Hilfe? Hallo? Nein. Bin die verloren? Alter, wie gruselig. Bro. Was geht ab, Mann? Alter. Hallo, bist du noch da? Wir wollen dir helfen. Ich wusste, da ist irgendwas vor mit dem Walkie-Talkie. War auch nur eins. Ein gut, schlechtes Zeichen. Er weiß, wer das zweite hat. Hier gibt's sogar ein Licht. Geil, Alter, das ist auf jeden Fall kein 90er Walkie-Talkie. Alter, müssen wir noch einen Ausflug machen oder warum ist da noch ein Licht? Soll das? Zumindest kein 90er Kinder-Walkie-Talkie. Ich muss nochmal scannen. Bro. Jetzt auch mal ehrlich, was würdet ihr machen, wenn ihr so ein Walkie-Talkie einfach findet und da so ein Hilferuf durchkommt und der dir sagt, ich bin hier irgendwo in so einem alten Schuppen, bitte hilf mir. Ich würde auf jeden Fall sagen, niemals selber hinrennen. War das eine Frauenstimme, Alter? Das konnte ich gar nicht einschätzen. Das hast du angehört wie eine Frau, Mann. Ich weiß es nicht, ey. Ich war echt creepy, Mann. Oh mein Gott. Alter, was ist das? Sind die Urzeitmenschen ausgebrochen, oder was? Was ist das? Eine Zeitreise, Walkie-Talkie. Gorilla. Ja, ein Gorilla. Gorillas mit Walkie-Talkie, das man kennt. Dieses andere Walkie-Talkie. Das ist irgendwo im Dschungel, oder was? Meine Freunde, ist ein oder was? Das kann gar nicht so weit weg sein, oder? Ja, Mann. Ich glaube, Walkie-Talkies haben noch begrenzt Empfang. Ja, klar, logisch. Ey, das ist geisteskrank, Digga. Hallo? Geh sofort in gelbes Zimmer. Oh, oh. Oh Gott. Wer hat gesagt, wir sollen in mein Zimmer gehen? Du bist krank, Alter. Was war das für eine Stimme? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall geht's da lang. Oder rein? In dein Zimmer? Sollen wir auf die Stimme hören? Ich weiß es nicht. Drei. Warte. Ey, da ist irgendwas. Mann, sie haben Brecheisen da liegen und er sucht einen Stock oder was? Muss irgendwas sein. Okay. Ah ja, das ist wirklich besser. Nein, Brecheisen. Na gut, Brecheisen ist schwerer und dadurch langsamer im Schwung. Ja, das sind die Basics schon besser. Oh nein, das Walkie-Talkie. Aber wir haben jetzt eine Anweisung bekommen. Wir kommen, du Oma! Wer ist da? Wie solche Kinder! Eine Ratte! Ich hätte dich kaputt machen. Hier ist niemand. Okay. So, 3, 2, 1, go! Wie dumm! Ich renne einfach ins Zimmer und hau um mich! Oh, Mama. Ja klar, ich renn mit Basie rein, weil da jemand sein könnte. Von außen macht jemand die Tür zu und er schmeißt den Basie weg. Das macht total den Sinn. Was? Oh, es ist dunkel. Marvin, wir haben was vergessen. Hier ist nichts. Der Schrank. Jede eine Seite. Okay. 3, 2, 1. Komm raus da. Hier ist nichts, Mann. Wir müssen die Seiten noch checken. Jeder eine Seite checken. Kann eh keiner stehen, oder? Hier ist auch nichts. Bro, hier ist nichts, Mann. Dann veralbert, Digga. Wir müssen uns kurz beruhigen. Setz dich jetzt mal hin. Ja, Mann. Was zur Hölle geht hier ab? Alter, das geht ab, Mann. Was zur absoluten Hölle geht hier ab? Bro, beruhig dich. Ja, wir müssen genau. Uns beruhigen.
Hier ist nichts. Wie soll ich mich beruhigen, wenn da das Licht flackert? Was redest Siehst du das auch? Kelvin, was redest du? Film da jetzt hin. Was redest Film du? Film da hin oder... So typisch Horrorfilm. Was redest du da? Was redest du da? Ach, da ist doch nichts. Was redest du für Mist? Und hinter dir steht die ganze Zeit einer mit einem Messer und wartet, um dich ja zu erstechen. Statt einfach zuzustechen! Kelvin! Das Licht, Martin! Was ist so viel passiert hier? Oh, was sollen wir machen? Digga, wer ist das, Mann? Das ist doch kein Flackern. Das war Flackern. Das wird so gut. Ja, das ist schon besser. Man kann den Lichtschalter auch so versuchen, mittig zu halten, dass der wirklich... Ihr kennt ja Lichtschalter alle. Hoffe ich zumindest. Und wenn man die so mittig hält, dann fängt das Licht an zu flackern. Aber das ist nicht gut für die Elektrik und die Glühbirne, glaube ich. Ich glaube, den wirst du brauchen. Weiter geht's, komm. Sei ruhig, Mann. Ja. Vorsichtig, guck mal nach links. Hey, wer will uns hier verarschen? Wer will uns verarschen? Hast du das? Was ist das? Es duscht einfach. Dusche, verdammt. Du Heilige. Was? Mein Gott. Ey, ich krieg hier richtig gerade Gänsehaut. Das ist nicht mehr normal. Bro. Alter. Was zum Abschluss? Oh, hier duscht einfach jemand. Hallo! Film ist mein Spiel! Hallo! Es hört man aber, dass da keiner duscht, weil das Wasser zu gleichmäßig läuft. Dusche ist erfahren. Hey Bro, was geht hier ab? Hier war eben nicht so ein Duschgeräusch. Okay, das ist nicht normal. Das ist krank. Ey, komm, beginn. Nicht normal. Beginn sofort. Keine Flecken stellen, weiter. Wohin? Was ist das denn? Was ist das für ein Geräusch? Aber geh du vor jetzt, Mann. Ja. Wir waren auch schon. Ja, lass mal ausmachen hier. Mach mal aus, die Dusche. Oh mein Gott! Was? Was ist das? Jojo! Ey, oh mein Gott! Bro, das war eben nicht da. Oh mein Gott! Das war eben. Das ist krank, das ist ganz krank. Das ist richtig. Wir haben ja einen Flug oder? Kelvin. Warte, warum ist das. Ist das was ich denke? Geht hier ab, Mann. Ist das was ich denke? Nein. Oh. Hier ist jemand, Mann. Junge, ist da jemand in deinem Bademantel drin? Boah, hier ist jemand drin. Ist da jemand in deinem Bademantel drin? Genau. Es ist auch voll kalt auf einmal geworden. Sehr kalt. Es ist kühl. Es ist kalt. Dieser Effekt, Alter, nicht mehr eingearbeitet. Och man, das kannst du doch nicht bringen. Raus, jetzt ist kalt. Boah, ich sehe dich gerade noch. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich gerade so komisch, ne? Ich auch. Lass mal dein Zimmer, da war man nicht. Mal langsam, langsam, okay. Ich glaube, da ist jemand. Was redest du unter deinem Deck? Gut, warte. Da ist jemand unter der Decke. Bro, was soll man machen? Kelvin. Ich hab dich, Alter. Beruhig dich. Wurde verarscht. Hier ist jemand, der hat uns verarscht, Bro. Beruhig dich. Nimm mein Zimmer nicht auseinander, Junge. Ist ja nicht sein Zimmer. Ey, das ist ein Geist oder so. Du bist alles krank. Es ist 3 Uhr nachts, Junge. Wir drehen das ist irgendein Geist. Wir drehen gerade durch. Es ist zu warm und keine Ahnung. Ja, das ist scheiße, das ist zu warm. Hauptsache hier ist 30 Grad und im Badezimmer ist minus 20 Grad gefühlt. Das war ganz krass. Das macht einem Gehirn komplett kirre. Bro. Also. Der Geist ist durchgeflogen, deswegen diese Kälte. War das das Walkie-Talkie? Ja, aber zumindest sagt man immer so, wenn ein Geist durch dich durchfliegt, dann wird ein kurz richtig kalt. Was ist das hier? Da kommen Geräusche aus dem Walkie-Talkie. Wo ist das? Ich zerschlag das gleich mal. Da kommen Geräusche aus dem Walkie-Talkie. Das ist basic. Jo. Oh, da Geräusche. Komm zum Wald. Was? Was für ein Wald? Hallo, was für ein Wald? Hilf mir, ich bin im Wald. Der Wald. Was? Warum oh mein Gott, da waren wir schon mal. Warum sollen wir da hin? Ey, was sollen wir da? Ich glaube, ist die Person dort? Da haben wir aber noch nie ein Video gedreht. Kommt zum Wald, ist die Person dort. Ich glaube auch nicht. Oh mein Gott. Bist du dort? Hallo? Ja, red also, mit dem Walkie-Talkie auf dem Boden nicht. Hallo, bist du in diesem Ort? Ja, du musst loslassen, sonst... Ah, gut. Antwort nicht mehr. Da ist niemand mehr. Bro, da ist irgendjemand, braucht unsere Hilfe. Ja, da kam eine Stimme raus, ey. Ja, okay. Ja. Ja, das ist verflucht. Sollen wir da hin? Wir wissen auf jeden Fall, wo der Wald ist, Leute. Ihr entscheidet. Ihr entscheidet. Fetten Daumen hoch, Leute. Bei 20.000 Daumen hoch, immer 20.000, machen wir uns auf in den Wald und gehen halt auch auf den Grund.
Wir nehmen Kamera mit, wir werden uns ausrüsten und noch vieles mehr mitnehmen, um in die Schlacht zu gehen. Ich will da nicht hin, Bro. Ich wollte gerade sagen, er guckt so, als ob ich habe gar keinen Bock. Da nicht hin, Bro. Wenn wir schon gesehen haben, was hier... Wenigstens einer ist vernünftig. Was geht denn da? Bro, 20.000 Likes oder wir vergessen die Geschichte. Schau mal. Selbst wenn es keine 20.000 Likes wären, würden die das mit Sicherheit machen, wenn die Klicks halt stimmen. Aber das war echt ein cooles Video. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.